Ihr werdet euch noch wundern, was ich euch zeigen kann. Touristenhotspot Stephansdom und auch den Rathausmann. Aha. 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 Und sehen mich die Leute mit großen Augen an. Dann sag ich, hey ihr Lieben, ich bin der Kameramann. Für Okto da im Kabel, da mache ich eine Show. Die zeigt euch bisschen was von Kunst, Kultur und so. Für Okto da im Kabel geht Stadtstreicher auf Tour und bringt euch Mensch und Tier mal nah mit mächtig viel Bravour. Der zweite Teil meiner Entdeckungsreise durch den dritten Bezirk beginnt bei der Akademie der Wissenschaften, führt mich am Konzerthaus vorbei. Und dann zum Heumarkt, auch als Wiener Eislaufvereinsplatz bekannt. Im Hintergrund ein Betonkoloss von Hotel. Übersetzungsservice des kleinen Stadtstreichers für die Nicht-Lateiner unter meinen Zusehern. Und das werden doch einige sein. Re monetarie bedeutet nichts anderes als finanzielle Dinge. Und die lateinische Jahreszahl 1837. Und man glaubt es kaum, im dritten Bezirk gibt es noch solche Gehsteige, über die man spazieren kann. War das vielleicht der Gemeindebau von anno dazumal, ein Stiftungshaus? Vor der Universität für Musik und Darstellende Kunst am Anton-Webern-Platz 1 steht diese Metallskulptur namens Musica. Logisch, bei dem Zweck des Hauses, das im Hintergrund zu sehen ist. Diese Skulptur lässt aber einigen Interpretationsspielraum über. Diese Darstellung an der Invalidenstraße 1 erinnert in das früher an dieser Stelle gestandene Invalidenhaus der Elisabethinen. Diese Dreifaltigkeitssäule aus dem 17. Jahrhundert steht vor der Zentrale der Wiener Berufsrettung. Und an der Front sehen wir hier das Denkmal von Jaromir Freiherr von Mundi, der Triebfeder für die Gründung der Wiener Berufsrettung war, die 1882 noch unter Kaiser Franz Josef gegründet wurde. Stark unterstützt wurde er von Hans Graf Wilczek, dessen Denkmal im Hof der Rettungszentrale steht. Vor dem neuen Ministeriumsgebäude in der Zollamtstraße 7 stehen 7 Statuen von Anton Hanak, alle recht spärlich bekleidet. Und etwas ums Eck. Diese liegende weibliche Aktfigur. Leider war trotz größter Bemühungen nicht herauszufinden, was diese muschelförmige Skulptur beim Ministeriumsgebäude in der Radetzkystraße darstellen soll. Ja, liebe Leute, heute geht's rund mit Latein. Naja, sind ja auch lauter alte Bauwerke. Das Zollamt in der vorderen Zollamtstraße hat hier diese Inschrift zu bieten. Ferdinand I., österreichischer Kaiser, und darunter, das bedeutet sinngemäß, den Handel zu Land und zu Wasser. Das Gründungsjahr ist 1847. Dieser Löwe prangt Nomen est Omen an der Hausmauer Löwengasse 33. Hand aufs Herz, bei diesem Sprüchlein: Wer würde dieser Zeit oder zumindest dieser allegorischen Darstellung der Zeit nicht nachlaufen? Bei dieser Natursteinplastik vor Custozzagasse 12 ist wieder mal eure Fantasie gefragt. Auf den echten Titel kommt ihr nämlich nie: Wächter oder Komposition. Und welche Bilder oder Mosaike werden wir wohl am Haus Dampfschiffstraße 6 finden? Natürlich Dampfschiffe. Thank you.
Am Haus Weißgerber Lände 38 finden wir diese interessanten Reliefdarstellungen. Was sie genau bedeuten, ich hab's leider nicht herausgefunden. Wer in der Erdbergstraße 16 wohnt, braucht nicht nach Schönbrunn, um ein Nilpferd mit Jungen zu beobachten. Schaut der Rechte dieser zwei Herren, ein gewisser Paulus, vielleicht gar neidisch auf den Linken, übrigens ein gewisser Petrus? Beide stehen sie, genau wie dieser heilige Johannes von Nepomuk, vor der Erdberger Pfarrkirche in der Erdberger Straße. Dieses Bibelzitat, wo könnte es sinnvoller stehen als an einer Schule? Und zwar an jener in der Erdbergstraße 76. In der Nähe des Kardinal-Nagel-Platzes, das ist der Herr oben im Bild, soll sich jene Pestgrube befunden haben, in der der liebe Augustin seinen Rausch ausgeschlafen hat. Dieses Relief vor dem Haus Baumgasse 7 erinnert an das früher an dieser Stelle befindliche Mautner-Markhoffsche Kinderspital. Dieses Turmspitzel gehört zur Kapelle der Heiligen Elisabeth in der Kleingasse. Am Fiakerplatz steht natürlich das Fiaker-Denkmal. Allerdings, die Pferdeln gehen mir dabei schon ein bisschen ab. In der Gestettengasse 12 bis 22 beim Gemeindebau befindet sich diese Bronzeplastik namens Baumsetzer. Hier bitte genau hinschauen, es handelt sich nicht nur um normal spielende Kinder, sondern sogar um musizierende Kinder in der Hainburger Straße 68. Und gleich daneben sehen wir, wo sie vielleicht mal musiziert haben könnten, denn Erdberg könnte vielleicht früher mal so ausgesehen haben wie auf diesem Wandbild. Am Landstraßengürtel 33 gibt's Geschichtsunterricht, eine erste Ballonsteigung und eine Tierhetze aus dem 18. Jahrhundert. Und an Landstraße Hauptstraße 185 sehen wir diesen Feldarbeiter. Sein Name ist nicht Bond, sondern genau, ihr könnt es hier lesen. Familie in der Hoffmannsthalgasse 16. Und musizierende Knaben, ebenfalls in der Hoffmannsthalgasse, allerdings Hausnummer 20. Eulen nach Athen tragen, nicht doch, vor allem nicht in der Hoffmannsthalgasse 24. Schaut eher ein bisschen nach nächtlichem Stilleben aus. Märchenstunde gefällig in der Hühegasse, hier mal der Rattenfänger von Hameln. Und ganz im Gegenteil dazu Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ein Blick nach oben lohnt sich in der Apostelgasse 39, zweifelsohne. Ob er an der Ecke Apostelgasse-Baumgasse womöglich gar ein Auge auf die hübsche Nebenan geworfen hat? Das Stiertor in der Viehmarktgasse markierte früher den Eingang zum ehemaligen Wiener Zentralviehmarkt. Im Dreigasseneck Viehmarktgasse, Schlachthausgasse und Rennweg bzw. Simmeringer Hauptstraße hat diese Dame ein Haustier am Arm. Schaut genau, es sollte ein Hase sein. Und ob diese Robbe im gleichen Gemeindebau zu der Dame gehört? Ich konnte sie leider nicht fragen. Dieser Turm gehört zur Herz-Jesu-Kirche in der Landstraße Hauptstraße 137, auch eine der größeren im dritten Bezirk. Marco Arnautovic beim Ansatz zum Fallrückzieher, nicht ganz,
Es ist die Bronzeplastik-Tänzerin am Nikolausplatz im Garten eines Kindergartens. Hobbyornithologen vor, bitte. In der Bartgasse 13 bis 15 könnt ihr diese Vögel beim Vogelflug beobachten. Ja, liebe Zuseher, jetzt ist wieder mal eure Fantasie gefragt, denn diese Statue heißt noch immer ohne Titel. Vielleicht sendet ihr der Stadtverwaltung mal Vorschläge. Platziert ist sie in der Lechnerstraße 2 bis 4. Im Erdberger Hof am Erdberger Spitz, einem der größten Gemeindebauten des dritten Bezirks, finden wir diesen, nein, nicht den Nockerten vom Havelka, sondern in Memoriam Ferdinand Hanusch. Deswegen heißt dieser Gemeindebau auch Hanuschhof. Gleich gegenüber vom Hanuschhof steht dieses Mädchen mit Ehren am Ludwig-Kössler-Platz. In der Remise Erdberg befindet sich das Wiener Tramway-Museum. Die Waisenhauskirche am Rennweg 91 ist in mehrfacher Hinsicht eine bemerkenswerte. Zum einen wurde sie im Anhang zum Waisenhaus erbaut. Zum zweiten spielte der kleine Wolfgang Amadeus Mozart hier. Und zum dritten gibt es als eine der wenigen Kirchen überhaupt in dieser Kirche ganzjährig sowohl eine Weihnachtskrippe und eine Osterkrippe zu bestaunen. Dazu gab es übrigens schon mal eine eigene Folge des kleinen Stadtstreichers. Beschließen wir unseren Rundgang durch den dritten Bezirk im beschaulich ruhigen Schweizer Garten, wo wir diesen Ikarus oder Phönix aus der Asche als Skulptur entdecken. Ein fröhlicher Elefant, offensichtlich aus dem Zirkus. Und nanu, vorher saß er doch auf einem rot-weißen Hocker. Frédéric Chopin ist dieses interessante Denkmal gewidmet. Und die Symbolik dieses Staatsgründungsdenkmals bleibt mir wohl verborgen. Im Hintergrund sehen wir das Belvedere, das ja ebenfalls eine Stadtstreicherfolge zierte. Und zum Abschluss Dr. Rudolf Steiner, der Philosoph. Tja, und einiges los. Also, liebe Leute, ich mach mich dann mal davon.